Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ich hatte euch im Community-Tab gefragt, ob ich eine Zusammenfassung von meiner Ausbeute vom Go-Fest zeigen soll. Die Mehrheit hat dazu gestimmt. Bevor ich jetzt aber loslege, möchte ich euch auch darauf hinweisen, dass ihr vielleicht das Capuno nicht so früh abholen sollt. Weil am Dienstag gibt es eine Rampenlichtstunde, bei der ihr doppelt Bonbons bekommt. Wer jetzt noch nie ein Capuno gefangen hat und diese Bonbons sowieso sehr, sehr gerne braucht, dann sollte man natürlich bis Dienstag warten. Dienstag von 18 bis 19 Uhr ist eine Rampenlichtstunde und dort bekommt ihr doppelte Bonbons. Das heißt, ihr bekommt für das Pokémon schon mal 6 Bonbons. Und wenn ihr dann noch eine Sananabeere verwendet, dann erhaltet ihr 12 Bonbons. Das ist schon eine gute Menge dafür, dass dieses Pokémon so selten ist. Hinzu kommt auch, dass das Thema eine Zusammenfassung von meiner Ausbeute natürlich ein super einfaches Thema ist, während ich gerade im Urlaub bin. Sowas kann ich sehr, sehr leicht aufnehmen, im Gegensatz zu Pokémon Kaffee Mix und Gokamflieger geht alles wesentlich schwieriger ohne PC. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, hä, warum Zusammenfassung Pokémon Go Ausbeute? Hast du das nicht schon längst gemacht? Nee, ich habe 5 Stunden am Sonntag gestreamt und ich weiß nicht, fast 4 Stunden am Samstag oder so. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie viele Stunden das jetzt genau gewesen sind, aber auf jeden Fall habe ich das ja alles gestreamt. Und mir war irgendwie schon irgendwie klar, dass vielleicht der ein oder andere keine Zeit hat, sich einen 5-Stunden-Livestream anzugucken. Aber man kann ja normalerweise vorspulen und habe gedacht, ja, vielleicht guckt der ein oder andere mal durch, ob er dann irgendwo die Stelle findet. Klar, bei mal kurz Shinies zeigen kann es natürlich sein, dass man die Stelle nicht so einfach findet. Aber ich sag mal, Victini und die Krypto-Pokémon zu finden ist relativ einfach. Habe auch angekündigt, dass ich das ab 16 Uhr mache und das konnte man dann ja vielleicht relativ einfach im Livestream dann finden. Als erstes zeige ich euch meine Shiny-Ausbeute. Ich habe einfach in meinen Beutel eingegeben, Alter von 7 bis 8 und schillernd. So kann ich euch alle Shinies zeigen, die ich nur am GoFest gefangen habe. Also vom 25.07. bis 26.07. Es sind auf jeden Fall einige Shinies dabei, auf die ich richtig stolz bin. Wie zum Beispiel dieses Incognito. Zumal vor kurzem Niantic erst angekündigt hat, dass die nächsten Incognito-Buchstaben gar nicht shiny sein können. So wie es aussieht, wird jeder einzelne Buchstabe freigeschaltet, was ich ein bisschen unnötig finde. Aber na gut, es sollte ja vielleicht irgendwann mal wieder ein Fest geben, bei dem es Incognito gibt und dann gibt es entweder Shiny oder nicht Shiny. Und so wie es aussieht, wird das nächste Event, wo wir Incognito-Buchstaben in den Raids haben, halt keine Shinies bekommen. Von der Reihenfolge her habe ich euch das erste Shiny zuerst gezeigt und das letzte Shiny als letztes. Also dieses Slimer war das letzte Shiny, das ich beim GoFest gefangen habe. Die nächste Besonderheit, die man ja beim GoFest bekommen hat, sind Krypto-Legendäre. Das heißt, das erste war das Lavados, das ist sogar gut geworden mit 91% IV. Dann das Arctos, da ist leider die IV nicht so gut geworden. Schauen wir mal, vielleicht ist ja das Zapdos besser. Nee, auch dieses ist leider nicht so gut geworden. Und das letzte legendäre Krypto-Pokémon ist natürlich Mewtwo. Das kommt jetzt auch gleich und das ist hier und das ist 87% geworden mit 14 Angriff. Das ist natürlich auf jeden Fall super und eine schöne Sache. Beim Livestream habe ich die live gefangen. Man könnte also in den Livestream nochmal reinschauen, wie ich die geholt habe. Natürlich auch Victini und hier habe ich auch noch ein paar Bilder geschossen, die vielleicht den einen oder anderen noch interessieren, auch während des Livestreams. Und ja, leider ist die IV sehr, sehr schlecht gewesen. Ich werde euch jetzt auch gleich zeigen, wie viele Pokémon ich denn aufgehoben habe vom GoFest. Ist nämlich auch sehr einfach, durch das Alter zu sortieren. Oder auch, welche gute IV ich mitgenommen habe, wie zum Beispiel dieses Alola Kokowai. Und zwar am 25.07. habe ich 95 Pokémon im Beutel aufgehoben. Und am 26.07. waren es 105.
5. Ja, und ich scroll hier mal durch und zeige euch, welche EV davon gut gewesen ist. Ich werde wahrscheinlich im Nachhinein das ein oder andere Pokémon vielleicht auch noch verschicken. Da könnte man zum Beispiel auf die Rampenlichtstunde warten, wo es doppelt Bonbons fürs Verschicken gibt. Da könnte man aber auch einige legendäre Pokémon verschicken, die man sowieso an seinem Standort gefangen hat. Im Sinne von, man sollte vielleicht die legendäre Pokémon noch aufheben, die man von der Ferne gefangen hat, über den Fernraid-Pass, und diese dann eventuell dann mit seiner Community tauscht, damit es dann 3 Bonbons beim Tausch gibt, sobald es über 100 Kilometer waren. Was leider nicht geklappt hat beim GoFest, ist ein gutes Dialga zu bekommen. Ein gutes Dialga wäre für die Meisterliga ein 100er oder ein 98er. Leider hat das nicht geklappt. Und ein 98er müsste dann, glaube ich, den Verteidigungswert auf 14 haben, damit es wirklich gar bei den ganz oberen mitspielen kann. Man könnte aber, glaube ich, auch, wenn man richtig, richtig gut ist, auch ohne Dialga es schaffen. Aber es ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Dafür müsste man, da müsste eigentlich der Niantic was gegen tun und da ein bisschen ausbalancieren, auch wenn sie schon viel am Balancing bei der Go-Kampf-Liga rumschrauben. Aber anscheinend reicht das nicht aus. So, welches Pokémon haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier noch ein 98er Voltoball, ist jetzt nicht so besonders eigentlich, weil ich habe sogar schon einen 100er Elektroball, aber ich denke, ich werde den vielleicht behalten. Ein Voltoball würde ich ja schon behalten, wenn ich nicht schon beides auf 100 habe, dann würde ich den natürlich verschicken. Hier zeige ich euch, wie viele Krypto-Pokémon ich denn beim GoFest aufgehoben habe. Und möchte euch dann noch den Pokédex-Eintrag von Phonifras zeigen. Und zwar 48 gesehen, 45 gefangen. Das ist definitiv natürlich alles nur beim GoFest passiert. Und man sieht deutlich, dass ich viel mit dem GoPlus-Spiel gespielt habe. Weil ich halt auch nicht die ganze Zeit die vollen 10 Stunden livestreamen konnte. Und deswegen musste ich das so handeln. Den nächsten Pokédex-Eintrag, den ich euch mal zeigen möchte, ist Fermicula. Da muss ich eigentlich sagen, bei Fermicula finde ich das ein bisschen wenig, weil das Pokémon eigentlich ja auch schon mal vorher im Spiel zur Verfügung gestanden hat, weil es bei uns das ja auch gibt. Und ich habe ja auch einige ausgebrütet und ein paar davon gefangen. Ja, vielleicht waren es aber auch 10 oder 11. Aber trotzdem finde ich das relativ wenig im Gegensatz zu Phonifras. Aber gut, so sieht der Eintrag von Fermicula aus. Der nächste Eintrag, den ich euch zeigen möchte, ist natürlich Kaumalat. Besonders interessant, dass vielleicht sogar das Haupt-Pokémon, weshalb man sich das Ticket gekauft hat. Ich habe 47 Kaumalat gesehen und 35 gefangen. Durch das Go Plus sind einige geflüchtet, wie man sehen kann. Und durch das aktuelle Event sind die Zahlen schon wesentlich höher geklettert. Also, naja, wesentlich, vielleicht 2 oder 3 Stück, würde ich eher sagen. Aber ich kann mich daran erinnern, beim Livestream gesagt zu haben, dass ich 18 Kaumalat gefangen habe. Das ist viel. Das war viel. Es gab auch Leute, die haben nur 3 bekommen. Oder noch weniger. Und das ist dann schon heftig. Also da kann ich mich definitiv als glücklich schätzen, dass ich so viele bekommen habe. Und ja, ich bin mal gespannt während des Drachen-Event, ob da noch einige Kaumalat auf mich zukommen und ob da vielleicht noch ein Shiny kommt. Eier ausbrüten bin ich auch schon dabei. Hab jetzt auf jeden Fall mal damit angefangen. Komme ich nun zu meinem Fazit. Hat sich das GoFest-Ticket gelohnt? Ja. Hätte sich das GoFest an einem Sonntagnachmittag gelohnt? Ja, ich bin der Meinung, dass sich das GoFest-Ticket so oder so gelohnt hätte. Allein wegen Krypto-Mewtwo. Krypto-Mewtwo ist extrem krass, sollte nicht erlöst werden, meiner Meinung nach, weil es einfach 20% stärker ist als ein normales Mewtwo, und zwar egal welche IV. Ja, das ist schon viel. 20% ist eine extrem hohe Zahl. Das glaubt man jetzt vielleicht nicht. Aber ja, ich würde sagen, das sollte klar sein.
Ich hatte auch schon mal die Frage, warum bist du denn nicht nach draußen gegangen? Und das hatte ja auch mehrere Gründe, warum ich gar nicht rausgegangen bin. Erstens gab es keine Event-Eier. Normalerweise bei einem GoFest gibt es 2 Kilometer Event-Eier und da lohnt sich das dann natürlich auch mal rauszugehen und sich zu bewegen, weil man dann einfach gucken kann, was da für geile Pokémon aus den Eiern kommt. Dann wurde auch gesagt oder war ja klar, dass aus dem Rauch so oder so gute Pokémon rauskommen. Oder bessere Pokémon rauskommen als die, die in der Wildnis auftauchen. Dementsprechend, ja gut, warum soll ich dann jetzt noch zusätzlich nach draußen gehen? Mein Go Plus war sowieso schon überfordert mit dem Rauch. Klar, ich hätte dann vielleicht mehr mit der Hand gefangen, hätte vielleicht aber auch viele Pokémon dadurch verpasst, hätte aber vielleicht wesentlich mehr Shinies fangen können. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die meisten Shinies sind dann doch eher durch manuelles Fangen drin geblieben, muss man ehrlich zugeben. Zu guter Letzt noch, was wäre, wenn Team Go Rocket nicht dabei gewesen wäre? Ich hätte trotzdem gesagt, das Ticket hätte sich gelohnt, weil das ist das günstigste Go-Fest, was ihr dran teilnehmen könnt. Jedes andere Go-Fest kostet wesentlich, wirklich sehr, sehr viel mehr. Und selbst wenn ihr nur Hotelbesuch noch dazu rechnet und das Go-Fest-Ticket, es kostet richtig viel, zu einem Go-Fest zu reisen. Deswegen hat sich das hier definitiv gelohnt. So, damit bin ich am Schluss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Auf meinem Zweitkanal findet ihr zum Beispiel Pokémon Kaffee Mix. Bis zum nächsten Mal. Batsch.